Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15 und wir gehen direkt zum nächsten Event. Fantastic vs. Zeus Tucker. Oder sie ist Tucker. Oder Zeus Tucker. Oder Zeus Tucker. Oder Zeus Tucker. Auf jeden Fall Fantastic, das sind wir. Lass mich los. Zack. Bam. Flying Clothesline. Mein Freund, weißt du, direkt... Ja, Timber! Das war übrigens Jerry the King Lawler. Der macht immer so coole Sprüche. Ey, nicht mich kontern hier. Na gut, ich konter. So, komm her. Ey, hat er auch wieder gekontert. Not today! Bam, nochmal. Da wollte ich eigentlich jetzt den anderen machen, aber... Vergurkt. Ein paar Sachen haben sich natürlich auch steuerungsmäßig geändert. Kleinigkeiten. Na, was ist jetzt hier? Willst du noch einen Elbow? Kannst du haben. Hab ich dabei. Zwei Stück. So. Au, Konter Fritz. Es scheint, also wirkt jetzt die ersten paar Sekunden auf mich so. Huch, als hätte er auf jeden Fall irgendwie... Kann ich mir auch irren. Als hätte einmal das Spiel beenden und neu starten geholfen beim Schwierigkeitsgrad. So, hier habe ich auch nochmal. Zack. Zack, siehst du, zwei Ellbogen. Und der dritte. Ja. Was wollte ich erzählen? Irgendwas wollte ich erzählen. Habe ich vergessen. Ja, ja, Wrestling. Ich kann mich nicht satt reden darüber, ne? Das ist... Huch. Schön die Füße im Schritt mitgezogen. Ich möchte mal so machen jetzt. So natürlich nicht. Könntest du auch haben. Hast du Lust? Ah, ne, kontern. Ja, der kontert schon mehr jetzt hier, der Kollege. Gefällt mir gar nicht so schlecht. Müssen wir ihn halt mal DDT'en. So. Wenn ich alles hätte wie Ellenbogen, ne? Ja, wie gesagt, ich spiele das auf jeden Fall auch schon seit... Was wird das? So. Spiele seit schon vor dem ersten Smackdown-Titel für die PlayStation 1. Also es gab damals, glaube ich... Jetzt kriegt er ein Comeback, oder was? Superstars für den Game Boy. Wo schlägst denn du hin? Komm mal wieder rein, bitte. Oder so. Habe ich das so eingestellt? Ich dachte, ich hätte... Na egal, wir taunten ihn mal. Ja, auf dem alten Game Boy noch, ne? Auf dem schwarz-weißen, sage ich mal. Oder dunkelgrün-hellgrün war das ja damals. Superstars, da gab es dann noch... Wie hieß er denn? Macho Man Randy Savage, auch ein großartiger Kerl, fand ich. Also absoluter Showman auch. Ja. Und dann eben auf der PlayStation gab's Attitude, WWE Attitude. Und dann gab's noch eins. Ich weiß gar nicht, welches davon zuerst war, ob Attitude oder das andere, wo ich den Namen jetzt vergessen habe. Die waren beide ähnlich gestrickt. Und eins war halt der Nachfolger. Und dann ging's halt richtig los. Aua! Dann ging es halt richtig los mit dem Chokeslam. Mit SmackDown. Ich glaube, damit ist das erstmal richtig groß geworden. Als Konsolenspiel auch. Ne? Die SmackDown-Reihe, die ging gut ab. Gleich das erste SmackDown. Und dann, Here Comes the Pain. Ich weiß gar nicht, welches das erste war. Es gab ja SmackDown Just Bring It. SmackDown Here Comes the Pain. Und noch viel mehr. Und dann wurde es halt auch wie die FIFA und NBA und NFL, wurde es einfach nach Jahren durchnummeriert dann irgendwann. Und ja, habe ich alle geliebt. Alle. Und meistens hat sich nicht viel verändert, außer halt ein neues Roster, wie bei anderen Sportspielen ja auch. Und manchmal ein bisschen Grafik besser und ein paar Steuerungssachen angepasst. Ja, und da habe ich mit angefangen, bin ich beigeblieben. Und jetzt sind wir hier auf YouTube, weil es das endlich auf dem PC auch gibt. Weil, ja, von der Konsole aus, wisst ihr, da braucht man wieder extra Hardware, da müsst ihr mir auch wieder rumwursteln, wie und was. Und ich habe ja auch nur eine PlayStation 3. Ne? Also ich habe ja aufgehört, eine PlayStation 3 Spiele zu kaufen, als die PlayStation 4 kam, weil ich dachte, ja, boah, sind die mehr. Hier, guck mal, Klassiker, 4,5 Sterne, voll weggemacht. Na, am Anfang hat er sich noch gut gewehrt, aber es steht auf schwer, wirklich. So, bemerkenswerte Szene. Besiegte Zeus Tucker. Sehr schön. Social Media. Also gut, ich lasse dich gegen einen der Stars bei NXT antreten.
Zeig mir, dass du der Menge ein spannendes NXT-Match bieten kannst, dann bekommst du deine Chance. Läuft. Gegen Bo Dallas. Oh, gegen den habe ich, glaube ich, auch schon mal verloren. So, wo war ich? Ach ja, Konsole. Als PlayStation 4 kam, dachte ich, pff, jetzt kaufst du dir aber nicht mehr für die PlayStation 3, ne? Kaufst du dir dann die PlayStation 4. Und dann hat es sich nie ergeben, dass ich mir die PlayStation 4 kaufe. Und deswegen habe ich mir jetzt seit langer, langer Zeit schon kein Konsolenspiel mehr gekauft. Und benutze meine PlayStation 3 hauptsächlich noch zum DVDs und Blu-Rays gucken. Boah, und für Steam tut sein Übriges, ne? Und wenn es jetzt solche Spiele wie Wrestling auch noch für den PC gibt, dann ist meine PlayStation 3 ein Blu-Ray-Player geworden. Und da brauche ich auch erstmal keine PlayStation 4. Hey! Ja, und ja, guckt euch an, es sieht doch einfach großartig aus. Ich habe jetzt das Publikum ein bisschen reduziert und Zuschauer Tessellation. Ich weiß gar nicht, was Tessellation ist. Habe ich auch ein bisschen runtergestellt. Einfach damit es ein bisschen flüssiger läuft. Aber ich finde, es sieht super aus. Kannst du ja nichts sagen. Na? Ey. Und zack. Und DDT. Ja. Hehe. Voll ins Gesicht. So, ich will mal ein Dings machen hier. Zack. Elbow Drop. Ah, viel zu früh. Hat trotzdem gereicht. Zu spät? Nee. Was? Wie? Wo? Ja, deswegen will ich die ganz abgeschaltet haben eigentlich. Weil manchmal wird es angezeigt, manchmal zu spät, manchmal zu früh. You can hear that in different time zones. Rums. Da habe ich kassiert. Ja. Komm mal her. Und hau mal ab. Fall away slam. So, wir erholen uns mal ein bisschen. Na, na, na. Oh, jetzt habe ich aber... Oh, schnell. Ja, vergurkt. Zu spät. Hör mal. Oh ja. Ey. Ah, schade, schade, schade. Ich mag doch den Superplex so sehr. Jetzt hast du aber ein paar kassiert, ne, mein Freund? Da kann ich noch eine Powerbomb draufsetzen. Oder? Es wird doch eine Powerbomb. Ja, wird eine. Bam! Ja, so. Und jetzt wollen wir hier Karriere starten. Also es gab ja auch meistens schon... Es gab manche Smackdowns. Da war es ein bisschen schade. Da gab es keinen anständigen Story-Modus für selbst erstellte. Da konntest du dir die halt selbst erstellen und dann konntest du halt Exhibition mit denen kämpfen und das war's. Und Story-Modus gab's halt, ja. Und dann eins der letzten, welches waren das? Ich glaube WWE 13. Das hatte ja auch diesen Attitude-Era-Mode. Und die Attitude-Era, die war ja, das war ja, ich weiß gar nicht, wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann interessiert es euch vielleicht, das mal zu hören. Und wenn ihr euch damit auskennt, dann interessiert es euch, meine Meinung dazu zu hören. Die ist ja damals geboren worden aus diesem Kampf zwischen der damals WWF und der WCW um die Einschaltquoten. Und da war halt diese Idee dieser Attitude Era, also das hat man nicht damals gesagt, ach, lass doch mal eine Attitude Era machen. Das nennt man jetzt im Nachhinein Attitude Era. Aber wo dann halt diese wilden, diese aufmüpfigen aufkamen, Stone Cold, Steve Austin, The Rock und diese Story-Twists und wo dann Vince McMahon, der Chef, der auch als Bösewicht regelmäßig aufgetreten ist, das hat ja das Bloodline dann im Endeffekt gewendet, weil eine ganze Weile sah es gar nicht so gut aus für die WWF. Da war die WCW, die war vorne mit den Einschaltquoten und mit den Zuschauern und hatte die besseren Karten. Also die hatten ja dann auch Leute wie Kevin Nash, Scott Hall, Hulk Hogan. Wobei Kevin Nash und Scott Hall, das sind und werden immer für mich Diesel und Razor Ramon bleiben. Und wenn sie 100.000 Jahre Kevin Nash und Scott Hall waren. Aber die habe ich damals so kennengelernt als Diesel und Razor Ramon und bleiben das auch. So. Wieder 800 Follower dazu gewonnen. Das geht so leicht im Spiel, ne? So, hin und her, bla bla bla, war nicht so spannend. Du hast es wirklich geschafft.
gut gemacht. In all meinen Jahren bei der WWE habe ich noch nie ein derart hartes Debüt gesehen. Die hohen Tiere denken darüber nach, dich in einem Hauptherausforderkampf um den NXT-Titel antreten zu lassen. Also weiter so. Joa. Was ist hier los? Randy Orton hat gegen John Cena seinen Titel verteidigt. Okay, also ist Brock Lesnar vielleicht doch nicht der Champion? Heute gebe ich den Hauptherausforderer der NXT Championships bekannt. Dranbleiben! Fantastic, dieser Abend ist sehr wichtig für dich. Du wirst um eine Chance für die NXT Championship kämpfen. Viel Glück. Schon wieder gegen Bo Dallas, gegen den haben wir eben schon gekämpft. Und gewonnen übrigens. War halt knapp damals. Und dann durch dieses neue Prinzip, das... BAM! Das Mr. McMahon auch selbst mitgemischt hat und das alles sehr, sehr... Also die Storylines damals, die waren ja dann auch cool mit DX. D-Generation X ist ja da auch groß geworden und war auch rebellisch. Und das war echt das... Und das dann konntest du ja dann in WWE 13 nochmal nachspielen quasi, so ein bisschen alles. Und das war richtig, richtig cool. Das war einer meiner Lieblingsspielmodi. Und ja, aber wie gesagt, es gab ja dann, gab es ja dann Road to WrestleMania zum Beispiel und dies und jenes. Und das konnte man halt, da konnte man sich dann meistens für diesen Story-Mode oder Karrieremodus, konnte man sich dann einfach einen aussuchen und auch die selbst erstellten. Aber bei manchen gab es das halt nicht. Gab es dann halt auch nur so Szenarien und das fand ich so ein bisschen schade. Wenn man dann den eigenen... Wenn man... Ihr wisst ja, ich habe ja hier der Finn jetzt, das war ja immer mein Smoking Ass und ich habe das immer geliebt, den zu erstellen und dann einen coolen Typen aus ihm zu machen. Ey, gekontert, nice. Bam! Almost took his head off with that lariat. Hat ihm fast den Hut abgezogen. Nein, meinte Head, nicht Head. Ja. Und jetzt ist es durch 2K Games. Ich habe es ja schon mal letzte Folge oder vorletzte erzählt. 2K Games macht coole... jetzt hier, Pin. Hätten wir schon fast verloren, weil ich es nicht kann. Dieses doofe Festhalten und dann... Oh, jetzt wollte ich was Neues ausprobieren und habe doofen Schmuh gedrückt. Na. Schaust du so doof? Doch, hättest du mal lieber vorher was gemacht, ne? So. Komm, stirb, Digga. Aha. Stand doch gerade noch hinter dir. Hat da jemand Bu gerufen? Komm mal gleich hin da. Rums. Ein Suplex. So, können wir nochmal taunten? Ich muss das unbedingt kaufen, dass wir verschiedene Taunts haben können. Ich mag gerne taunten. Aber immer nur den gleichen ist auch doof. So. Ey. Och, jetzt wollte ich ihn hier schön... gekontert. Typ. Ey, das war nicht der Plan. Autschi. Konnte ich das? Yes. Und gekontert. So, da schaust du dumm. So, steh auf. Und wir haben die letzte Zeit viel gechokeslammt. Jetzt lernst du mal unseren BAM! Full Nelson Slam kennen. Ja, halte den Rücken ein bisschen fest. Und dann gibt's den geladenen Finisher. Ich finde das großartig, dass man seinen Finisher dann so, wenn er auf dem Boden liegt, dann steht er auf und dann gibt's ihn. Finde ich gut. Mag ich gern. Alle, hopp! Und zack! BAM! Jackhammer ist einfach großartig. Habe ich das schon mal erzählt? Bestimmt. So, und 1, 2, 3. Wisst ihr, wer der Hauptherausforderer für den NXT Championship ist? Das sind wir! That really move him. I sex you up. Ich liebe dieses Lied auch so sehr, ne? Das ist... Oh. Shawn Michaels, für mich auch einer der größten von allen. Also ein Show-Typ ohne Ende. Und ja, ist halt auch einer der klassischen Overseller, ne? Also der halt
zu stark eigentlich auf die Moves reagiert. Und aber das kommt einfach gut bei ihm. Er hat es einfach drauf. Tut mir leid. Das war genau das, was ich sehen wollte. Du bist auf jeden Fall der Hauptherausforderer für den NXT-Titel. Ich gratuliere. Dankeschön, William Regal. My Dog Lutt. Triple H. Fantastic gegen Neville um die NXT Championship. Das ist mehr als nur ein Titelkampf. Das könnte das Match des Jahres sein. Jeder sollte NXT einschalten. Bill DeMott. Fantastic. Du hast dich seit deinem ersten Auftritt im Performance Center unglaublich verbessert. Jetzt wird es allerdings ernst. Zeige der WWE-Welt, dass du hierher gehörst. Es gibt keinen besseren Weg, um zu beweisen, dass man ein Star ist. Viel Glück da draußen. Real King Regal. Dieses Match um den NXT-Titel ist sehr wichtig für deine Karriere. Wenn du gewinnst, festigst du deinen Platz in der WWE. Lass dir eine solche Gelegenheit nicht entgehen. Gegen Adrian Neville. Oh, geben wir es ihm nochmal, ne? Immer feste. Habt ihr gehört gerade, da wollte gerade die Musik losgehen. Ich hab den Soundtrack ausgeschaltet, weil das doch verhältnismäßig bekannte Lieder auch sind. Und da weiß ich nicht, wegen GEMA und so, ne? Also wenn wir im Menü im Hintergrund Musik haben, dann könnt ihr in der Beschreibung, ich weiß noch nicht, ich muss mir das mal angucken. Ich habe noch nichts gerendert, ich muss mal, wie das alles wirkt, ob ich da Musik hinten reinspiele. Dann könnt ihr in der Beschreibung, könnt ihr die Band finden, die das ist, die ich mir rausgesucht habe. Die sind so nett, ich habe jetzt den Namen gerade nicht im Kopf natürlich. Ach, jetzt mal hier wieder, habe ich wieder zu lange gedrückt, gibt wieder einen Submission Move, aber ist egal. Die sind so nett, die stellen ihr Musik bereit und alles, was sie dafür wollen, ist, dass man sagt, beziehungsweise den Leuten die Möglichkeit gibt, zu sehen, dass die von denen ist. Und ja, wenn euch die Musik gefällt, könnt ihr auf die Webseite gehen und das runterladen, auch kostenlos. Und das darf man dann kostenlos benutzen und das ist ganz großartig. Und deswegen habe ich die genommen und, also nicht deswegen, sondern weil es mir gefallen hat. Gibt's ja mehrere, die sowas machen. GEMA-freie Musik. Auch für den kommerziellen Gebrauch. Also bei denen darf man sogar... Ne, man muss immer sagen, dass es von denen ist. Und dann darf man so ziemlich alles damit machen. Das finde ich ganz großartig. Wie gesagt, in der Beschreibung war... Also ich denke, vielleicht mache ich das... Werde ich die Musik so ein bisschen reinschneiden in die Menüs. Weil da ist ja dann doch ein bisschen leise im Hintergrund. Aber hier im Kampf brauchen wir es ja nicht. Da haben wir auch den Kommentator, den ihr sowieso nicht versteht, weil ich immer dazwischen laber. Und ja, den amtierenden NXT-Champion, den vertrimmen wir gerade ganz schön, habe ich gehört. Na, du kleine Wurst. Oieiei, was war denn das für ein Big Boot? So, ich habe lange nicht mehr ins Gesicht gespuckt. Und zack. Und eine Powerbomb haben wir auch lange nicht mehr gemacht, wa? Und Hoppchen, oh, das muss auf den Rücken gehen, ne? Bam. Und dann veräpfeln wir noch, taunten wir ihn. Na, 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 willst du den Chokeslam? Willst du den Chokeslam? Kann ich gerade noch nicht. Boah, voll in den Bauch. Bam, Spinebuster. Hast du jetzt davon. Na, tut weh, sagst du? Zack, Ellenbogen. Und schwupp, ab in die Ecke. In die Ecke, Besen, Besen, sei es gewesen. Oh, das war, ja. So, jetzt sind wir mal hoch. Jawohl. Und, jawohl, da kommt der Superplex. Jetzt gibt's eins, mein Freund. Was macht der Referee da? Der beschwert sich, dass ich da hochgehe, oder was? Und schwuppdiwupp. So, jetzt. Na komm, na steh auf. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Bam! Und abgechokeslammt. Sehr gut. Na? Bist du noch der Champion, sagst du? Aber ich glaube, den brauchen wir jetzt noch nicht zu finishern. Der ist gerade mal gelb auf dem Körper. So. Na, wir probieren es. Jetzt ist er orange. Vielleicht gewinnen wir ja schon. Und werden der Champion von NXT. Alle. Hopp. Und rums. Oh, der sieht platt aus. Bam. Er streckt alle Viere von sich. Powerpin und gibt den Titel. Eins, zwei, drei. Jawohl. Ding, 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 ding.
Gib her den Gürtel. Was? Achso, jetzt können wir erstmal Replay. Ding, ding, ding. Nochmal. Ja, wir haben es oft genug gesehen jetzt. Gib den Titel, ich will mich mit Gürtel sehen. Er tut noch so überrascht. Guck mal, wie überrascht er ist. War doch klar, dass wir gewinnen. B-F-I-M. Gib her. Jawohl. Yes. Yes. Yes! So. Ah, guck mal, Chris Jericho. Da ist er wieder weg. Ja, unglaublich, das Match. Unglaublich. Sagt zumindest hier das Dings. Ich habe noch nie jemanden so schnell nach oben kommen sehen. Du wirst in der WWE noch Großes erreichen. Hoffentlich wird es noch schwerer. Glückwunsch, das war ein toller Sieg. Versuche als NXT-Champion noch härter zu arbeiten. Aber irgendwas sagt mir, dass dir auch dieser Gürtel bald zu klein sein wird. Werden wird. Verzeihung. WWE.com. Fantastic entthront Adrian Neville und ist neuer NXT-Champion. Mit dem Sieg wird er zu einem der am schnellsten aufsteigenden Superstars in der WWE. Schön. Triple H. Glückwunsch zum gewonnenen NXT-Titel. Du hast einen riesigen ersten Schritt auf dem Weg zum echten WWE-Superstar gemacht. Mach weiter so, dann kommen sicher bald noch bessere Gelegenheiten. So, Randy Orton hat schon wieder verteidigt gegen Roman Reigns diesmal. Die beiden sind super stolz auf mich. Ich bin auch super stolz auf mich. Und alle sind super stolz auf mich. Dann können wir auch mal, wir waren lange nicht mehr hier. Guck mal, 800 Punkte haben wir schon. Können wir nochmal ein bisschen was draufklopfen hier. So, ein bisschen mehr Toughness. Falls wir jetzt demnächst doch mal aufs Maul bekommen, können wir das besser wegstecken, ne? Angriffstempo können wir auch mal erhöhen. Grifftempo erhöhen. Guck mal, wie viele Punkte wir haben. Stärke nehmen wir nochmal. Oh, ein bisschen viel. Schadenserholung können wir noch ein bisschen was mitnehmen. So. Griff Reversal. Ist auch immer gut. Schlagreversal ausmaxen. Haben wir. Wundervoll. Schöni Bühni. Willst du diese Änderung? Ja, ich will. Ach, ich bin ein Trottel. Ich wollte doch mal hier was kaufen. Oh, guck mal. Wir haben schon 7000 VC. Wir könnten jetzt den zweiten Dings kaufen. Aber wir haben noch nicht mal die TP für den ersten. Talente können wir kaufen. Hier, warte mal. Elimination Chamber. Wahnsinn. Mache Sprungangriffe. Bla, braucht keiner. Ausbrecherkönig. Käfigwand. Dieser Angriff kann... Diese Talent sitzt bei einer Käfigwand am Ansagertisch. Kann nicht in der NXT ein. So. Leiterwahnsinn machen. Brauchen wir nicht. Ladder Finisher. Ladder Finisher können... Oh. Gut, aber auf der anderen Zellteilung... Stoße deinen Gegner durch die Zellenwand. Show off, da ist es. 4 verschiedene Taunts. Käfig Superplex. Alter Lachs. 3 Finisher. Halte Y gedrückt. Aber Käfig-Match haben wir eh noch nicht. Was wäre mir denn jetzt wichtig als erstes? Zweiter Finisher ist mir wichtig. Kostet 37.000. Kommen wir schon mal Show off, komm. So. Und dann könnt ihr euch schon freuen beim nächsten... Achso, das muss man jetzt aber... Das habe ich beim ersten Mal auch falsch gemacht. Habe ich gekauft und dachte so. Und jetzt ist es erst aktiv. So. Jetzt können wir es jetzt benutzen. Ah, guck mal, da schaut er schon off, den Gürtel, der gute Mann. Jetzt guckt er grimmig. Macht er beruflich. Yeah! Ich finde das schön gemacht hier. So, und wieder auf die Schulter mit dem Ding. Macht noch eine Animation? Augenbrauen hat er hier. Ja, da ist er, der Champion. Goodie. Ich mach das Moveset fertig. Ich guck mir auch nochmal den Einzug an, weil jetzt müssen wir als Champion, müssen wir uns das auch nochmal. Aber da machen wir das dann ruhig mal richtig dann, ne? Also, ja. Gut, aber ihr seht das dann alles beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play WWE 2K15. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli, Müsli.